Hallo ihr Lieben, ich befinde mich gerade auf Madeira in meinem Ferienhaus und möchte euch auf dieser Reise ein bisschen mitnehmen, euch ein paar Bilder und Impressionen von der Insel zeigen. Ja, hallo und für den ersten Tag hier, den ersten richtigen Tag auf Madeira, habe ich mir direkt mal gedacht, gehen wir in die Hauptstadt nach Funchal. Da befinde ich mich jetzt auch gerade, auch wenn es hier gerade ein bisschen anders ausschaut mit diesem Leuchtturm da hinter mir. Aber die Stadt liegt halt einfach direkt am Meer und von daher bin ich jetzt schon in Funchal. So, jetzt drehen wir uns mal. Dann sehen wir mich im Hintergrund gleich. Die Stadt und das Panorama davon. Drehen wir uns noch ein bisschen näher. Dann habt ihr schon mal einen kleinen Ausblick. Und Bilder zeige ich euch natürlich dann auch. Ja, da sind wir jetzt, wie gesagt, Hauptstadt Madeira, direkt am Meer gelegen. Hier sind auch so kleine, direkt in diesem Steg, so ganz viele Betonbalken ins Meer reingebaut, warum auch immer, habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht kannst du mir irgendwann mal erklären, was das hier für Gebilde sind. Ist das einfach nur Kunst oder haben die einen Zweck? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ja, da hinten der Hafen und hier nochmal der Ausblick in die Stadt. Rum. Alles sehr hügelig gelegen. Ja, sehr, sehr schön. So, ich bin gerade vor dem Mercado dos Lavradores. Das ist ein ganz berühmter Bauernmarkt hier. Angeblich soll es aber auch hier dazu kommen, dass die Touristen abgezogen werden. Ich schaue mir das gleich mal von innen an. Ja, reden kann ich nicht hier viel. Aber es schaut schon sehr nett aus. Ganz viele Blumen offensichtlich. Und natürlich Souvenirs. Hier gibt es aber mal jede Menge Fisch. Alter. So, ich habe es ja befürchtet, habe gerade einen Händler getroffen, der Deutsch spricht. Ja, und habe mich dann dort hinzureißen lassen, eine komplette Tüte Maracuja, Bananen und alles mögliche an Obst zu kaufen. Und jetzt haltet euch fest, jetzt müssen wir mal schauen, die Rechnung, mal, mal kurz rausholen. 2,3 Kilo für 19,50 Euro, also 45 Euro. Und nochmal 800 Gramm für 25 Euro das Kilo, 19 Euro. Also die Ausbeute heute, mal schauen, ob man das sieht. 65 Euro an Obst. Ich glaube, so viel Geld für Obst habe ich noch nie ausgegeben. Ja, hier wunderschöne kleine Gassen abseits. Ein bisschen, wenn wir hier auch mal ein bisschen schauen, was hier so gibt. So, ich habe jetzt mal einen kleinen Abstecher gemacht oberhalb von Funchal. Denn es mag ja sein, dass Unge der Bürgermeister von Madeira ist, aber Monte thront noch über Unge. Der Spaß musste sein. Bin jetzt hier direkt vor der Kirche. Die gute Frau von Monte. Und ja, jetzt schauen wir uns da ein bisschen den Ort an. Knapp überhalb von Funchal. Man hat hier schon einen richtig schönen Ausblick über Funchal.
Jetzt bin ich hier auf dem Schlitten, rutscht den Berg runter oder sind schon gerutscht. Jetzt werde ich noch ein bisschen geschoben. Also schon echt eine wilde Fahrt mit diesem Schlitten, aber voll cool. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ihr schaut meine Videos von meiner Reise auf Madeira. Also, habt eine gute Zeit, wir sehen uns. Bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und mir vielleicht einen oder anderen Kommentar reinzuschreiben, damit ich weiß, ob es euch gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, wie gesagt, unbedingt unten abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentare da lassen, würde mich sehr freuen.